geschwindet. Dann denkst du, was jetzt, was kommt das nächstes? Das war schon heftig, das Erlebnis. Ich war fertig mit Sager, weil dann, da kann ich mich noch erinnern, weil wenn wir dann da und geredet haben, erstens, wir haben das ja am Anfang gar nicht so realisiert, dann haben wir erst gesagt, woher weiß der Mann das, wenn wir jetzt um nach Mitternacht die Aufnahmen gemacht haben, dann die Fotos, was wir haben gesagt haben, waren nur von unserem Drucker ein Schnürausdruck. Genau. Das Videomaterial, das war direkt von der Kamera abgespielt. Woher weiß der Mann das, dass wir das gefilmt und fotografiert haben? Das war der erste Punkt. Wer ist um 9 Uhr in der Früh gekommen und war schon da? Dann war das seltsam eben, dass wir uns ihm nicht vorgestellt haben, was wir nie tun eigentlich. Und dann, wie er angezogen war, dann ist uns erst das gekommen irgendwie. Und dann war irgendwie auch Furcht irgendwie dabei, weil wer ihm gesagt hat, keine Angst, wir sehen uns wieder. Hm. Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich war eigentlich froh, ich habe dann eigentlich ohne die eigentlich gut daheim, habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil wenn man gedacht hat, der weiß, wo wir wohnen, ich meine, und das ist dann irgendwie nicht so, irgendwie, wenn du siehst, ich meine, du hast gesehen, wie sie aufgelöst hat, gell? Das war dann auch, da haben wir lange drüber geredet, weil man das eben irgendwie, wenn man das nicht realisieren kann und das so in so knapper Zeit hintereinander. Das war schon heftige Zeit, muss ich ehrlich sagen. Das war dann nicht so einfach. Und mein Blick, auch das haben wir dann erst nachher gestoßen. Also wie wir es in die Wissenschaft erzählt haben, die Geschichte. Für uns war das, ja, mein Blick, okay. Aber wir haben nichts damit anfangen können. Und weißt du, was er auch nicht gehabt hat, fällt mir jetzt ein, er hat nicht einmal einen Mann. Der hat nicht einmal, bei seiner Haut ist nicht einmal ein Bartstoppel oder so irgendwas, weißt du, oder ein Ansatz von, weißt du, weil auch Frauen, weißt du, wir haben ja auch dort so Flaum, gell? Aber er hat so eine Haut gehabt, so hell und so rein, gell? Also es war kein Wimmel da, es war kein Bartstoppel, weißt du, oder Ansatz von einem Bart oder irgendwas da, es war gar sehr nichts gepflegt, da. Ja. Also der hat so eine Haut gehabt wie Seide irgendwie, oder wie man immer dazu sagen, sie weißt, kein Oder, nichts gesehen. Der Sprachfehler, der war halt schon extrem. Also ja, der ist sofort. Du hast gedacht, hey, was ist da jetzt los? Ja. Da stiegt der beim Rennen oder so? Aber das war schon tief. Da habe ich lange gebraucht. Weißt du, allein da, weißt du, wir lassen eigentlich immer die Eingangstür offen, gell, mit dem Kater, gell. Jetzt ist es mir wurscht, gell, aber da damals, da habe ich schon die Tür zugesperrt und so, wenn man, oder wenn es Kleider tut bei der Tür, da habe ich mir immer gedacht, jetzt steht wieder wer draußen, gell, man, das ist, weißt du, das prägt sich so ein, das ja, und er hat auch die Sachen gewusst, dass sie die Raumschiffe auflösen und wie die Flugmanöver und so, man, woher war es? Aber das wäre auch ein interessantes Ding, um der Hypnose zu erfahren, weißt du, was er da eigentlich gesagt hat. Wer hat so komische Begriffe erwähnt, gell? Mhm. Ich kann mich da nämlich nicht mehr genau erinnern, was er da alles gesagt hat. Weißt du, weil teilweise haben wir das ja gar nicht verstanden. Weißt du, er hat so Wörter benutzt, die man nicht versteht, gell? So Fremdwörter, weißt du, die total fremd waren für ihn. Wer hat die Fotos angeschaut und hat gesagt, aha, das ist typisch und neu irgendwas gesagt. Mhm. Weißt du, ein Fremdwort und das haben, ich weiß eigentlich gar nicht, was er da gesagt hat, genau. Aber er war ziemlich aus dem Häusl, weil er Formen erkennen auch kann. Ja. Und das hat ihn dann ganz schön. Das war irgendwie total. Aufgekühlt. Er war ziemlich aufgekühlt, ja. Der ja. Meter nachher war. Ja, ich würde sagen, von meinem Aspekt her früher nie an so Sachen geglaubt. Und auf der einen Seite war ich irgendwie, wie soll man das sagen, wütend, kann man nicht sagen, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die Weltanschauung verändert sich total. Und man fühlt sich dann belogen irgendwo auf der einen Seite und auf der anderen Seite wieder, warum ist mir das nicht gesagt worden, dass das gibt? Weil man hat doch in der Schule viel gelernt und dann denkt man sich, warum ist einem das nicht gesagt worden, dass das gibt? Weil dann kann man sich besser
damit zurechtfinden und weiß, wie man damit umgeht. Aber manchmal geht der Wurf zu viel, dass ich mir gefühlt habe, wie man haut mich in ein Schwimmbecken und ich schwimme und schwimme und ich kann aber nicht mehr schwimmen und keiner hat dann einen Schwimmreifen zu irgendwo, weil das war dann so viel auf einmal, weil ich mich davor, vorher nie mit sowas beschäftigt habe und dann auf einmal kommen die ganzen Sachen und ich glaube, ich gehe jetzt unter im Wasser. Das war schon deftig, also vom Gehirn. Ja, du schon. Hast es, glaube ich, leichter. Naja, das Weltbild verändert sich total. Ich meine, du kommst da mit Wissenschaftler zusammen, du kommst einfach zu Leuten, zu denen du nie Kontakt kriegst. Du kriegst Wissen, das hast du sonst nicht kriegst. Mit dem musst du mal fertig werden und dann, was du in der Schule gelernt hast, kannst du dann vergessen. Sage ich mal ganz gut so ausgesagt und dass uns ziemlich viel belohnt haben und mit dem muss man echt fertig werden, aber das Wissen, was man dadurch erlangt und ja, mit dem kann man vielleicht anderen helfen und auch vielleicht ja, das Wissen ist glaube ich phänomenal und das kann dann keiner nehmen. Also das ist irgendwie was an dem Leben dann bereichert. Das ist was dann da drin sitzt und das, was wir erlebt haben, das kann uns sowieso keiner nehmen. Also das ist irgendwie was, wenn sie einer alles nehmen, aber das, was man da erlebt hat, das können sie uns nicht nehmen. Und das ist Erfahrung, die eigentlich jetzt im Nachhinein gesehen eigentlich nicht mehr vermissen möchte. Oder? Das ist irgendwie dann, es gibt nämlich jedes Gutes, aber zieht aus Schlechtes mit sich und umgekehrt. Und also wir haben so viele interessante Leute kennengelernt dadurch und auch viel Hilfe dann von denen gekriegt und viele Sachen erfahren, wo man glaubt, das gibt es eigentlich gar nicht. Gell? Und das ist schon was Einzigartiges dann im Nachhinein gesehen. Obwohl es eigentlich ein schwer verdaulicher Stoff ist, dass man da so kaut, man kaut lang dran. Also wir haben viele schlaflose Nächte gehabt. Aber das einzige Gute, glaube ich, war, dass wir das zu zweit gesehen haben. Weil wenn du das allein siehst, und ich glaube, dann verkraftet man das nicht so leicht. Zu zweit ist es doch besser, wenn man mit dem hat zum Reden und fragen kann, du, war das wirklich so oder was war da jetzt? Und dann haben wir auch viel Zeit, mit denen reden kann. Und die auch Sachen dann in weiterer Folge gesehen haben, was wir auch gesehen haben. Wenn man dann austauschen kann, nicht? Und ich weiß nicht, irgendwie ist es uns gegeben, weiß nicht warum, aber wir nehmen das relativ leicht. Und davon sind auch alle anderen überrascht. Wir fühlen uns auch relativ wenig, ich muss sagen, fast gar nicht. Also wir haben wirklich schon schräge Sachen erlebt. UFO-Begegnungen, aber wahrscheinlich andere Leute. Ja, traumatisiert sind oder so, aber ich weiß nicht, es macht so in dem Sinn, macht uns das nicht viel aus. Ich meine, es brennt sich wirklich ins Gehirn ein, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da stark traumatisiert sind, sondern ich glaube, es ist wichtig und wir wollen das einfach weiter betreiben, dass das irgendwie seriös an die Öffentlichkeit kommen. Wie noch war noch? Ziemlich noch. Also, wie noch war noch? Ja, das ist, das kann man nicht sagen. Es sind die Wesenheiten und das sind die Flugobjekte. Und die Flugobjekte? Ja, wenn man sind nah. Wir haben so eine Nahbegegnung zum Beispiel mit zwei Freunden gehabt, gell? Und im Prinzip, also du warst eigentlich der coolste von uns Vieren und die anderen zwei sind dann ins Auto und haben herumgeschrien und haben gesagt, fahr mal, wir wollen nichts viel weg. Und du bist dann im Freien gestanden, gell? Und ich auch. Und ich habe mir dann aber Sorgen gemacht um die anderen
Und Jürgen hat dann, ist eigentlich nicht dort gestanden und hat dann gesagt, Jürgen, komm jetzt vor mir, weil die waren im Auto dann eigentlich schon ziemlich fertig. Ja, das war sicher ein Flugobjekt in der Größe. Das war ziemlich groß. 50 bis 100 Meter und war am Boden und war 50 bis 100 Meter im Durchmesser und war am Boden und entfernt von uns 50 Meter. Wir sind dann auch nicht mehr weiter zu dem Objekt hingegangen, weil es ist dann eskaliert, eben weil die anderen so Angst gekriegt haben, eigene Stimmung auftreten ist, Lichtstopp aus dem Objekt rauskommen ist. Ein Lichtfinger und dann eine blaue Kugel, der von uns zugeflogen ist und aber dann stehen geblieben ist, sie ist auf Distanz geblieben und ja, daraufhin sind die beiden anderen davon gelaufen, vor ins Auto und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir lassen keinen alleine oder so mehr machen. Wir sind zusammengekommen und gehen zusammen. Die Frau kann man es seit 2003 sicher, ich weiß nicht, 100 Mal oder? Mhm. Oder öfters gefragt. Man geht alles durch mit Wissenschaftlern, von Leylines, von geomantischen Linien, Gitternet, Kraftorten, was sein könnte. Aber man, durch die Messungen, die was jetzt fast 3 Jahre stattfinden, mit Gravitation und Magnetfeld und tja, sind sie einfach regelmäßig da und das ist dokumentiert. Und ob sie jetzt wegen uns kommen oder wegen irgendwem anderen, weiß ich nicht. Es ist was in Knittelfeld oder Umgebung, weiß nicht, was sie bezwecken, aber sie sind einfach da. Ja, das gibt es nicht, dass das die Geräte in Deutschland nicht funktionieren und sobald die bei uns aufgestellt werden, funktionieren die. Und ich meine, das ist dann irgendwo schon, wenn man sich fragt, warum. Die Frage war eigentlich begründet, weil mir jemand selbst oft gefragt hat, warum sehen wir es das? Warum waren wir gerade damals am Balkon und haben das gesehen? Warum? Man stellt sich so viel wie Fragen, gell, dass man gar nicht weiß, eigentlich, wo man, wenn man keine Antwort drauf findet. Und darum sind wir eben froh, dass wir mit Mo von Sess jetzt eben zusammenarbeiten können und mit Leuten reden können, die eben Erfahrung haben und die uns da irgendwie weiterbringen, weil sonst weiß, man bleibt eigentlich stehen, weil man will eigentlich wissen. Ich meine, ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist halt Sprichwort, aber man will eben trotzdem Aufklärung haben, ob wir dazu kommen werden oder nicht, das ist eben fraglich, aber es ist schon, Beweise sind schon da, ich meine, durch die Aufzeichnungen von Magnetfeld und Gravitation und durch die Fotos und die Filme und das ist eben schon die ersten Schritte, die Babyschritte, die eben schon da sind. Aber es ist halt so, du gehst an die Öffentlichkeit und das haben wir wirklich schon oft gemacht, aber es werden da immer wieder Steine im Weg gelegt und es sind anscheinend Leute, die das einfach nicht mögen, dass das Thema irgendwie verbreitet wird oder warum, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wäre wichtig jetzt in dieser Zeit, dass irgendwas passiert. Und ich glaube, es wird auch was passieren. Ja, aber warum, das ist auch die Frage, was wir uns gestellt haben, warum es interessieren sich so viele Leute für das Thema? Offensichtlich, weil sonst hätten sie uns nicht ansprechen. Aber warum wird das die Thematik eben nie an die Öffentlichkeit. Warum redet man nicht drüber? Warum tut man so, als würde es das nicht geben? Warum belächelt man die Leute, die sowas sehen? Ich meine, warum? Es gibt so viele Zeugen, die irgendwie, wie soll ich sagen, die was sehen und die werden aber, entweder werden sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert oder sonst irgendwas oder für Spinnen dekoriert oder sonst irgendwas und werden auch belächelt. Warum macht man das? Warum? Ich meine, ja, warum?
Ja, die Wesen. Weißt du was? Ich glaube, dass wir uns gar nicht sicher sind, dass wir schon